In diesem Video nähen wir ein Tischset, das man zum Zelten und Picknicken mitnehmen kann. Der Link zum Schnitt ist in der Videobeschreibung. Die Materialien sind hier aufgelistet, aber das kannst du auch in Ruhe nochmal im E-Book nachlesen. Wir beginnen mit dem vorderen Bestecktaschenteil. Wir nehmen den mittleren Streifen und stecken ihn rechts auf den linken Streifen. Wir nähen die beiden Streifen entlang der rechten vertikalen Kante zusammen. Nun legen wir das Hauptstück mit der linken Seite nach oben vor uns hin und legen das Wattierungsstück oben drauf. Dann stecken wir das Oberteil des Tischsets oben drauf und steppen knapp entlang der Außenkanten.
Um den Bindingstreifen zu machen, legen wir die Enden von zwei Streifen rechts auf rechts in einem 90-Grad-Winkel aufeinander und zeichnen eine Linie von der linken unteren Ecke bis zur rechten oberen Ecke auf das Stoffquadrat, das die beiden Streifen bilden. Dann nähen wir die beiden Streifen entlang der Linie zusammen. Als nächstes schneiden wir den überstehenden Stoff ab und bügeln die Nahtzugabe auseinander. Nun können wir die Bänder auf der Rückseite an die linke vertikale Kante des Tischsets nähen. Anschließend stecke ich die Bänder fest, damit sie in den nächsten Schritten nicht im Weg sind. Wir falten ein Ende des Bindingstreifens in einem 45-Grad-Winkel links auf links um und falten und bügeln das Binding zur Hälfte. Das ist der Anfang des Bindingstreifens. Und dann ist unser Tischset fertig. Ich hoffe, es wird bei vielen Picknicks nützlich sein. Wenn du magst, zeig uns ein Foto in der Sammy-Facebook-Gruppe. Der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dass du mit mir zusammen genäht hast. Gib dem Video doch einen großen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos, wenn du magst und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!